Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind noch immer mitten im Krieg gegen Preußen, den wir dies in unserer letzten Begegnung gestartet haben. Wir haben da noch 40.000 Preußen rumstehen, die tun uns aber nicht wirklich weh. Und wir warten eigentlich nur noch darauf, dass genügend unserer Verbündeten Sachen fordern von Preußen. Also irgendwas, was nicht preußisch Rheinland ist. Preußisch Rheinland wäre doof. Das will ich nicht. Das will ich nicht an Frankreich geben. Obwohl, na, im schlimmsten Fall können wir es auch machen. Um Preußen noch mehr zu schwächen. Aber schauen wir mal. Wir werden das noch ein paar Runden machen. Ich möchte mal schauen, dass Preußen vielleicht aus dem Großmachtstatus wieder rausfällt. Dann gehen sie mich nicht an. Dann kann ich vielleicht Hannover vollständig in die Einflusssphäre nehmen, ohne dass mich irgendjemand nervt dabei. Wenn Hannover mal in meiner Einflusssphäre ist, dann ist es schon sehr schön. Dann haben wir Norddeutschland auch schon fast bei uns. Was mich ein bisschen wundert ist, ich habe nicht den Kriegsgrund, dass ich die ganzen deutschen Staaten in meine Einflusssphäre bekomme. Ich weiß nicht, das muss mit irgendeinem, möglicherweise mit irgendeiner Art, mit irgendeinem Update verschwunden sein. Ich habe Österreich schon lange nicht mehr gespielt jetzt. Ganz am Anfang habe ich es ein paar Mal gespielt und da war es eigentlich überhaupt kein Problem, mit Österreich Deutschland zu gründen. Einfach deshalb, weil man im Krieg gegen Preußen verlangen konnte, dass Preußen die ganzen norddeutschen Staaten rausrückt. Nö, halt. Greifen da unsere Verbündeten an, das taucht nur gar nicht. Wo sind die da in Siegen? Ah, sehr gut. Frankreich ist auch hingegangen. Das ist gut, da können wir diese Truppen da vernichten. Das habe ich eh schon die ganze Zeit vorgehabt. Das schadet ihnen auch noch mehr. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich selbst irgendein Gebiet von ihm fordern soll. Aber um ehrlich zu sein, ich habe jetzt schon eine Infamie von 10. Wenn ich noch mehr von ihm fordere, Spannungen in Westgalizien. Wir haben 88%. Auch nicht schlecht. Wie schaut denn das aus? Jetzt könnte ich es unterdrücken. Mal schauen. Wo haben wir denn die Hauptkonflikte? Venedig und Polen. 0,89. 1,01. Die steigen ja noch schneller als die Polen. Was ist denn billiger? Venedig ist billiger. Und es sind mehr Leute daran beteiligt. Okay. Ich glaube, wir werden Venedig unterdrücken. Dumme polnischen Nationalisten. Verruf gebracht. Was hat mein Name in Verruf gebracht? Marokko. Okay.
Leiter. Koblenz haben wir gewonnen. Sehr gut. Hier. Nein, ich gehe jetzt überhaupt nach Hause. Mittlerweile würde ich fast sagen, brauche ich meine Armee dort vorne gar nicht mehr. Danziger gibt alle Kernprovinzen. Ja. Sind wir bei 100% und wir fordern ziemlich genau 99. Soll ich das machen? Dann kriegt Frankreich eine Provinz von Preußen. Ist mir das egal? Deutschland will ich eigentlich eh nicht gründen. Das wäre eh so unösterreichisch. Und wenn Frankreich mein Freund bleibt, dann wäre es natürlich gut, wenn ich Frankreich auch stärke. Wieso verliert Portugal den Krieg gegen Marokko, frage ich mich gerade. Ach so, weil sie es nicht schaffen, Marokko zu besetzen. Na gut, das ist natürlich dämlich. Aber ja, wieso nicht? Fordern wir das doch glatt. Das sind nämlich 95%, das ist gut. Stellt sich allerdings die Frage, ich möchte, dass Preußen aus der Großmacht-Dings, aus dem Großmacht-Ranking rausfällt. Jetzt haben sie noch Truppen verloren, das ist gut. Diese Truppen kriegen sie nicht so bald wieder. Jetzt sind sie 70. Ja, ich glaube, sie werden aus der Großmacht auch rausfallen, wenn ich das jetzt mache. Schlagen wir den Frieden vor. Frankreich freut sich auf jeden Fall. So, Preußen ist noch einmal kleiner geworden. Truppen. Du gehst nach Budapest. Der Dankl geht nach Wien. Und du gehst nach Breslau. Du gehst nach Lemberg. Das geht nicht. Ich darf nicht durch Russland durch. Darf ich durch Russland durch? Schau an. Das wusste ich gar nicht. So, Skandinavien, Braunschweig, Danzig. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, Herrschaften, wir bräuchten irgendwie unterdrückte Polen am besten. Transuralische Befreiungsarmee. Mal sehen, was die wollen. Siebenbürgen befreien. Slowenien, Böhmen, Preußen, Rumänien, Lassers, das sind Gruppen. Und eine große Wahlrechtsbewegung. Vielleicht, wenn wir ein Risiko eingehen und mal auf 30% runter, damit sie sich noch erholen können, bevor wir sie ganz auf Null setzen.
Mache ich dafür auf 91% einstweilen und auf 80. Und dann fördern wir mal da. Nein, Düngerfabrik in Böhmen, Gebiete. Wieder kein Dünger in Böhmen. Okay. Die Osmanen haben auch Frieden geschlossen. So, wir sind wieder die fünftgrößte Macht. Da hatten wir das mal raufsetzen. Parma und Modena. 100%, das passt so. Ah komm schon, 86 ist gut. 86 ist gut, das ist nur 10. Platz. Wenn sie lang genug draußen sind, fliegen sie raus. So, Kolumbien 77 und keiner hat mehr irgendeinen Einfluss auf Kolumbien. Passt. Brasilien sind noch zwei herzlich. Das heißt, da bleiben wir noch drinnen. Aber wir werden einen neuen südamerikanischen Staat versuchen, die Einflusssphäre zu nehmen. Nee, die sind schon in der Einflusssphäre. Das schaut gut aus. Gut. Gut, wir sollten jetzt wirklich versuchen, möglichst friedlich zu leben. Weil viele Kriege können wir uns nicht leisten. Wir sind schon ziemlich marot. Wir haben 45 Einheiten und können eigentlich nur 24 erhalten. Das ist nicht gut. Vielleicht sollten wir sogar Soldaten fördern, das tue ich zwar sehr ungern nur, aber desperate times need desperate measures, wie manche Leute sagen, zu sagen pflegen. Also Spanien, das Mannen erweitert den Krieg mit Ägypten. Okay. Frankreich, Großbritannien. Gut, wir werden schauen, was wir da weiter unseren Nachbarn glücklich machen. Beziehungen verbessern. Ich möchte diese Länder alle möglichst so haben, dass sie freundlich mir gegenüber sind. Wie schon gesagt, ich will keine Kriege. Frankreich liebt mich jetzt sowieso, zumindest für die nächste Zeit mal. Nein, Anarcho-Liberale sind dazu gekommen. Das ist nicht gut. Die wollen nämlich keine Wahlen und so Zeug. Deswegen eine mechanische Siege. Na gut. Und? Yay, wir haben plus 1 Prestige gewinnen. Gut. Ein bisschen Geld ansparen. So, wo haben wir gesagt, in der Lombardei wollen wir eine Kleiderfabrik einmal bauen. Oh, kostet doch einiges noch. So viel Geld haben wir nicht. Anhalt seine Einflusssphäre genommen, Holstein, Hessen. Gut, also schauen wir mal. Den Hinterlader haben wir auch bald.
Das ist eh nicht schlecht. Dann können wir nämlich neue Truppen, die wir bauen, in Form von Gardeeinheiten bereits bauen. Und dann können wir die alten Infanterieeinheiten langsam ersetzen durch Garde. Garde hat den Vorteil, sie sind besser im Angriff und insgesamt ein bisschen stärker als die Infanterie. Allerdings können wir sie nur mit süddeutschen Pops machen. Das heißt, wir werden nicht allzu viel haben, nachdem wir die süddeutsche Bevölkerung nur, naja, nicht allzu viel da ist. Vielleicht könnten wir die Leute dort auch zufriedenstellen, indem wir eine liberale Partei einsetzen. Das habe ich mir eh vorhin schon mal gedacht. Wir haben jetzt eh überall Fabriken. Und eine liberale Partei würde vielleicht die Leute etwas glücklicher machen, wenn wir volle Bürgerrechte geben. Das könnte funktionieren. Ich will da keine Gebiete verlieren. Verlieren wir ein Prestige. Ah, okay, verlieren wir ein Prestige. Ich glaube, zurzeit ist es wichtig, die Militanz nicht zu groß werden zu lassen. Jetzt brauchen wir in der Lombardei noch. Das Problem ist, wenn ich das mache, verzichte ich darauf, dass ich hier die Dinge baue, die Sinn machen. Nämlich eine Kleiderfabrik und danach eine Luxuskleiderfabrik. Einsperren oder umbringen? Einsperren natürlich. Aber andererseits, was soll's? Vielleicht hilft das ja. Die Föderalisten haben volles Bürgerrecht. Alle Kulturen können wählen. Säkularisation. Interventionismus immerhin. Wir können noch immer Fabriken bauen und wir können Förderungen geben. Wir dürfen sie nicht mehr voll bauen, aber naja, was soll's. Ist okay. Föderalisten an die Macht. Wie schon gesagt, vielleicht hilft das ja. Und wenn es nicht hilft, kann ich auch nichts machen. Gut, was machen wir als nächstes? Industrie. Machen wir die Industrie. Auswechselbare Teile. Oder dabei handelt die Marktstruktur. Die ist nämlich recht günstig schon. 6000 Punkte und bringt 10% und 10%. Bergbau- und Landwirtschaftsleistung und das macht die Fabriken auch effizienter und meine Diplomatie auch. Okay, schon gekauft. Wie lange dauert das? Ein Jahr? Nicht einmal ein Jahr. Ein bisschen weniger als ein Jahr. Sehr gut. Ach ja, stimmt. Jetzt das. Ah, wir sind jetzt Antimilitär, das heißt, das ist ein bisschen billiger geworden. Naja, dadurch ist unsere Militärmacht gesunken. Im Kriegsfall ist das natürlich eine ziemliche Katastrophe, diese Leute, aber. Aha, schon wieder sowas. Muss das sein? Kommt schon. Oh, yes. Keiner will die Polen unterstützen. Das ist gut. Hat Preußen schon wieder die Kurve gekratzt? Nein, sie sind neunter. Könnten die bitte endlich aus dem Großmarktdrängen rausfliegen? Bitte? Jetzt? Gibt's das? Ich will Hannover in meiner Einflusssphäre haben. Hört ihr? Könnt ihr bitte aus den Großmächte-Rang fallen? Ein halbes Jahr ist doch sicher schon um, dass ihr nicht unter den Top 8 seid.
Und in der Zwischenzeit bauen sie. Aha, sehr gut, sie sind draußen. Als hätte ich es mir gewünscht. Ich meine, lange wird das eh nicht anhalten, wie ich das verstehe, kenne. Aber immerhin. Hurra. Belgien. Willkommen, Belgien. Chile führt auch schon wieder Krieg. Mit Peru? Sind die wahnsinnig? Die versuche ich gerade in meine Einflusssphäre zu kriegen. Ich hoffe, sie verlieren. Mehr Generäle. So, naja, gut. Ihr seht, wir können keine Fabriken mehr bauen, aber wir können sie noch ausbauen. Das da zum Beispiel. Nein! Wollte ich nicht eine Werkzeugfabrik bauen? Oh, das habe ich vergessen, die Werkzeugfabrik. Ärgerlich. Ärgerlich. Sehr ärgerlich sogar. Kroatien, Kärnten, Lombardei, Mähren, Ostgalizien. Schlesien läuft gut. Dann bauen wir das aus. Slowakei läuft auch gut eigentlich. Das können wir auch ausbauen, sobald wir das Geld dazu haben. Transdanubien ist eigentlich auch nicht so schlecht. Zentralungarn auch ganz gut schon. Na schau an, das wird ja schon. Langsam aber sicher. Lizenzgesetz. Beeinflusst durch intensives Lobbying der Abstinenzler-Bewegung hat einer unserer Staaten ein Lizenzgesetz verabschiedet, das den Bürgern das Recht zugesteht, Alkohollizenzen in ihren Distrikten zurückzuziehen. Mit stärker öffentlicher Unterstützung hat die Lizenzgesetz somit den Verkauf von Alkohol im gesamten Staat unterbunden. Vielen lokalen Brauereien wurde das Recht entzogen, ihre Produkte lokal zu verkaufen, was sie in den Bankrott trieb. Das klingt aber nicht gut für die Brauereien. Lokale Bürger können tun, was sie wollen. Das würde die Militanz der Unterschicht und der Oberschicht senken. Die Mittelschicht würde sich steigern, die Mittelschicht würde sich freuen. Oder erzwingt eine Rückgängigmachung. Machen wir Rückgängigmachung, weil Mittelschicht haben wir eh noch keine in dem Gebiet. Sehe aus, da geht's zu. Und mehr Früchte, Getreide und Tee. Viele neue Kriege, das ist eh nicht so schlecht. Kriege von den anderen, meine ich. Verbessern unsere Beziehung mit Frankreich. Frankreich muss uns lieben. Wir verbessern unsere Beziehung mit Skandinavien. Auch euch möchte ich als Freunde haben. Und mit Spanien. Was mit Russland? Spanien ist sogar vor Russland. Das spricht nicht für Russland. Die haben nur zwei Industriestärke. Naja. Dagegen sind wir schon richtig mächtig. So, wie schaut das jetzt mit Konflikten aus? Derzeit schön. Keine Spannung, obwohl wir noch immer diese elende Befreiungsbewegung haben. Ah, wieder ein bisschen mehr Liberale. Und die Portugiesen haben offensichtlich ihren Krieg doch noch gewonnen. So, wir machen jetzt mehr Geld. Haben wir gesagt, das wollen wir noch erhöhen. Transdanubien auch noch und Slowakei.
Okay, vor allem einmal. Die wachsen da auch recht flott. Schon halb voll diese Fabrik. Hat sie uns schon wieder in den Baden rausgeworfen. Eins weiter runter. So, aber Hannover sollten wir jetzt doch vollständig kriegen. Nachdem Preußen jetzt nichts dagegen tun kann währenddessen. Das ist gut. Das freut uns sehr. Hannover ist ein starkes Land. Tatsächlich ist Hannover das erste Land, mit dem ich Deutschland gegründet habe. Ich habe nämlich ganz am Anfang mir überlegt, irgendein nicht zu großes Land zu spielen. Damals habe ich zwischen Bayern und Hannover geschwankt und habe mich dann für Hannover entschieden, weil irgendwie klang das besser. War damals auch ein ziemlich harter Brocken, Preußen niederzuringen. Aber wenn man mal Preußen niedergerungen hat und selbst der Norddeutsche Bund wird, dann ist das Spiel eigentlich gelaufen. Dann ist man so mächtig, dass die anderen kaum mehr was dagegen tun können. Mit Österreich und seinen vielen widerlichen Völkern, die ganze Zeit in irgendeine Richtung wollen, ist es nicht ganz so einfach. So, da haben wir nur noch. Ah, okay, verstehe. Na gut, aber da ersetzen wir langsam. Einfach. Da werden wir langsam wirklich ersetzen, weil ich glaube, ich kann eh schon wieder ein paar Truppen bauen. Ja. Johor ist erobert worden. Was haben wir hier? Ungarn. Machen wir doch ungarische Pferde. Darauf bewegen. Das Süddeutsche. Ah, und unsere erste Garde. Ja, vielleicht der Unterschied zwischen Garde und Armee. Garde hat jetzt derzeit einen Angriff von 8 und Verteidigung von 3. Die Infanterie hat 6 und 5. Das heißt, um 2 stärkeren Angriff, um 2 schwächere Verteidigung. Ja. Das ist ja auch ein größeres Manöver. Sie sind einfach stärker. Spricht alles dafür, einfach Garde hochzubauen. Oh, da ist auch noch ein Büro jetzt. Hey, noch eine Süddeutsche. Na gut. Bauen wir zuerst einmal das, was wir jetzt haben. Oder was wir machen könnten, rein theoretisch, wäre einfach sagen, das sind 416, dass wir die dann nehmen. Oh, mehr Pluralität. Dass wir die rausnehmen. Auflösen. Und da brauchen wir auch noch eine Garde rein. Wie schon gesagt, wir sollten die sowieso langsam ersetzen. Diese Truppen, die... Wo habe ich da Facharbeiter, die arbeitslos sind? Nirgends. So, Slowakei kriegt eine bessere, eine größere und Transdanubien genauso. Marktstrukturen, sehr gut, unser diplomatischer Einfluss wird verbessert. Kultur. Ich darf das machen, sicherheitshalber, nein. Funktionalismus vielleicht. Jetzt haben wir irgendwas für die Wirtschaft gemacht. Oder Nationalismus und Imperialismus. Ich glaube, das ist nicht schlecht, weil da können wir die... Na,
die ganzen ägyptischen Ereignisse bekommen. Das ist ja einer der Gründe, warum ich auch Mittelägypten genommen habe. Dann brauchen wir uns da keine Sorgen drum machen. Es dauert zwar ewig, aber wir kriegen einen neuen nationalen Fokus. Ich stehe uns voll auf diese Foki. Na gut, meine Freunde, meine Zuhörer und Hörerinnen, an dieser Stelle werde ich wieder abbrechen. Wir haben Österreich durch den Zweiten Krieg gegen Preußen gebracht. Wir haben Preußen aus dem Großmachtstatus rausgeworfen. Die haben schon wieder eine Armee, aber was soll's? Vielleicht müssen wir noch einen dritten Krieg führen, um sie endgültig aus der Großmacht, aus diesen Großmachtfantasien herauszuholen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Ciao, ciao.